Wir neigen dazu, häufig die gleichen Dinge zu machen, beziehungsweise die Dinge gleich zu machen. Wir hören die gleiche Art von Musik, wir lesen die gleiche Art von Büchern, wir schauen die gleiche Art von Filmen. Ja, wir umgeben uns häufig sogar mit dem gleichen Typus Mensch. Und das ist nicht nur langweilig, unspannend, sondern es nimmt ihnen sogar Kreativität. Wenn ich als Pianist immer zu der gleichen Musikrichtung, zu dem gleichen Musikstil improvisiere, bin ich unkreativ. Andererseits kann ich mich quasi zur Kreativität zwingen, indem ich die Musikrichtungen, zu denen ich improvisiere, verändere. Hören Sie selbst, ich beginne mit Jazz. Ganz anders improvisiere ich, wenn ich zum Beispiel zu indischer Folklore improvisiere. Erstmal in die Stimmung kommen. Wieder ganz anders improvisiere ich, wenn ich zu Salsa-Musik spiele. Ich habe quasi Kreativität aus mir geschöpft, indem ich den musikalischen Rahmen, zu dem ich improvisiert habe, geändert habe. Und machen Sie das mal auch, ändern Sie Ihren Rahmen. Das kann bedeuten, mal eine andere Musikrichtung zu hören, die Sie sonst nicht hören, sich mal mit anderen Menschen zu treffen, zu neuen Orten zu fahren, neuen Locations. Ich habe in meinem Kapitel Kreativität zahlreiche Anregungen dazu gegeben. Machen Sie es, es sitzt so viel drin im Leben, wenn man die eigene Kreativität nutzt. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.